Hallo liebe Freunde, Erik Mokanu ist mein Name. Vielleicht die deutsche Bevölkerung kennt mich noch nicht, aber die Rumänen schon, die hier in Deutschland leben. Ich möchte euch heute ein paar Filme zeigen. Ups, den brauche ich nicht. Vier kurze Filmschnitte zeigen vom WDR und mal ein bisschen darüber diskutieren. Weil ich finde, hier ist klarer Beweis, dass wir, die Menschen, eigentlich nichts wert sind. Wir, die Menschen, sind nur Müll. Wir, die Menschen, sind nur Sklaven. Für wen? Selbstverständlich für die Politiker, selbstverständlich für die Großkonzerne, für die Firmen, die wegen uns und durch uns zu Millionären werden, zu reichsten Menschen der Welt werden. Jo, so ist das. Der Beweis ist ganz klar, ist hier. Gucken wir mal, was hier dieses Film uns sagt. Ich habe heute Morgen eine Mail von der Schule meiner Tochter bekommen. Darin werden die Eltern darüber informiert, in welchem Fall es zu einer Schulschließung aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus kommt. Noch ist unsere Schule nicht betroffen, aber das Gesundheitsamt könnte die Schule schnell schließen, sobald eine Infektion unter Schülern oder Lehrern auftritt. Das beruhigt mich, denn Infektionen bei Jugendlichen hat es bereits gegeben. In Bayern, Baden-Württemberg und hier in NRW sind schon etliche Schulen zu. Unglaublich. Unglaublich. Die Mama bekommt ein Schreiben mit als Information, wann irgendwann die Schule schließen wird, wenn bestimmte Kinder, Eltern, bestimmte Lehrer sich mit dem Coronavirus infiziert. Klasse. Klasse, tipptopp. Der Grundgesetz, Artikel 1 und Artikel 2, voll drauf. Respekt, Respekt, liebe Leute. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland, das ist die Politik, das ist das Schulministerium, das ist das Gesundheitsministerium von Deutschland. Erstens, Menschen müssen krank werden, müssen infiziert werden, ein paar müssen sterben. Und erst dann, vielleicht, übernehmen wir auch irgendwelche Maßnahmen, wie zum Beispiel schließende Schulen, schließende Großfabriken, schließende Veranstaltungen. Erst dann. Jo. Jo, da frage ich mich, warum die Polizei eigentlich auf der Straße ist. Wird immer gesagt als Prävention, da glaube ich kaum. Weil dann würde das nicht mehr stimmen mit das, was hier mit dem Coronavirus passiert. Weil wenn Polizei auf der Straße ist, präventiv, um keine Straftaten mehr passieren, da frage ich mich, wieso wird präventiv nichts gegen Coronavirus gemacht? Warum? Also doch eine Lüge, die ihr uns, das Volk, immer erzählt, Polizei, Freund und Helfer, ist präventiv auf der Straße, ist präventiv in der Nachbarschaft. Warum präventiv? Nein, es ist nicht präventiv. Es ist da, um uns, wenn wir einen kleinen Fehler machen, uns zu bestrafen, damit ihr euch bereichern könnt, damit ihr euch Millionen, Millionen verdient, jedes Jahr. Ja, das ist die Wahrheit. Wir sind nichts, wir sind nichts. Es müssen erstens Menschen sterben, bevor irgendwas für uns, für die Menschheit gemacht wird. Unglaublich, unglaublich. Zeige ich euch den zweiten Film. Es sind vier. Momentan sind 0,001% aller Deutschen vom Coronavirus direkt betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist immer noch extrem gering. Und dazu kommt, anders als bei der Grippe sind Kinder bei Corona wahrscheinlich keine bedeutsamen Überträger des Virus. Die Weltgesundheitsorganisation vermutet, dass sich Kinder vor allem bei Erwachsenen anstecken, Erwachsene aber umgekehrt kaum bei Kindern. Es ist also nicht klar, was Schulschließungen wirklich bringen würden. Die Folgen aber wären schwerwiegend. Viele Eltern müssen zu Hause bleiben, Betriebe müssen auf Arbeitskräfte verzichten. Und das wäre ein neuer, schwerer Schlag für die Wirtschaft, die eh schon kämpft. Klasse.
Klasse. Dieser Glatzkopf, der hat Glatze, weil der Gammelfleisch hat. Das ist klar. Der gibt noch zu, dass wir Müll sind, dass wir Sklaven sind, dass wir nichts wert sind. Diese Sklave ist unglaublich. Diese Sklave, diese Gammelfleisch, weil wir sind die Sklaven. Der gibt zu, dass die Wirtschaft, die muss leben. Die Wirtschaft muss leben. Jawohl. Sieht man auch. Sogar Toilettenpapier ist schon aus dem, im Geschäfte teurer geworden und es sind die Regale leer. Jawohl. Die Wirtschaft. Da hat Bedenken, 0,001% des deutschen Volkes oder die Menschheit, die in Deutschland leben, sind infiziert. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel zu gering. Hey, ich glaube, hat man mit diesem Coronavirus dreimal die Chance, sich zu infizieren, im Vergleich zu einmal in Lotto zu gewinnen. Genau. Das ist das. Das ist ein Gedanke. 0,01% des deutschen Volkes. Wir haben schon im Verdacht über 1300. Zwei oder drei sind schon tot in Deutschland. Das ist schon 4 zu viel, liebe Leute. Das ist schon 4 Stück zu viel. Wann wacht ihr auf, die Menschen, wann wacht ihr auf, dass das Schulamt, Gesundheitsamt und die Politiker Schmarotzen sind, Betrüger? Wann wacht ihr auf? In unserem Grundgesetz, die wir nicht gemacht haben, das ist von insgesamt das ganze Volk gemacht, steht klar in Artikel 1 und 2, wir müssen beschützt werden. Und auch wenn wir uns nicht schützen oder der Staat uns nicht schützt, haben wir das Recht, uns zu schützen. Steht ganz klar Artikel 1, Artikel 2 im Grundgesetz. Wacht auf, Deutschland. Wacht auf. Jo, dann gehen wir zum dritten Film. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Aber was wissen wir wirklich über das Virus? Auch wenn sich Gott sei Dank bisher Kinder und Jugendliche offenbar seltener infizieren, klar ist, in engen Gruppen und auf Veranstaltungen verbreitet sich das Virus besonders schnell, gerade in schlecht belüfteten Räumen. Und jetzt in der Grippesaison kann man die Symptome eines normalen Infektes von der Corona-Erkrankung kaum unterscheiden. Außerdem kommen derzeit viele Urlauber aus Südtirol, also einem der Risikogebiete, zurück. Die einzige Chance, das Virus derzeit einzudämmen, ist es, dichte Menschenansammlungen zu vermeiden. Denn wir haben noch längst nicht den Höhepunkt der Epidemie erreicht. Ja, wir haben keine Epidemie. Es ist alles locker. Da erzähle ich euch eine Geschichte. Am letzten Dienstag, also vor einer Woche, da war ich auf dem Weg nach Hanau. Bei diesem großen Trauerfeier, wo die Politiker auf waren. Wegen die 10-11 Personen, die in Hanau erschossen worden sind. Und auf dem Weg nach Hanau, da hat meine Frau angerufen und hat mir gesagt, dass bei uns in der Region, wo ich lebe, im Vilshofen der erste Corona-Fall aufgetaucht ist. Die Presse, Gesundheitsamt und das Schulamt hat nichts gesagt. Doch, die Presse hat nur gesagt, die Passauer Presse, aber nichts von der Gesundheitsamt, nicht von der Schulamt, sondern nur der Bürgermeister hat eine kleine Meldung in die Zeitung gegeben, dass der erste Corona-Fall ist. Da ich mir Gedanken gemacht habe, ich bin Vater von zwei Kindern und meine große Tochter, die geht in der Schule in Passau, habe ich mir auch überlegt, tja, so schön ist das nicht. Weil ein paar Klassenkollegen von meiner Tochter, die leben in Vilshofen. Und was ist, wenn irgendwo eine Verbindung ist? Und was habe ich gemacht? Habe ich über 3 Stunden lang versucht, mit dem Gesundheitsamt in Region Niederbayern, Passau und Bayern zu telefonieren.
habe ich 3 Stunden lang keiner erreicht. Dann habe ich Gesundheitsamt, Schulministerium in Passau angerufen, Schulamt Passau. Und die haben mir locker gesagt, ach, das Risiko ist da, können wir nichts machen, wir können keine Schule schließen. Wir können keine Schule schließen? Habe ich dann gefragt, okay, wunderbar, wenn ihr nicht die Schule schließt, habt ihr mindestens einen Überblick bekommen, wer dieses Mensch ist, brauchen Sie mir nicht zu sagen, selbstverständlich nicht, Datenschutz. Aber ihr selber als Institution, habt ihr einen Überblick, wer dieser Mensch ist, welche Personen ihn getroffen haben in den letzten 3, 4 Tagen, eine Woche. Woher dieser Mensch kommt. Habt ihr irgendeinen Plan, mit wie vielen Leuten er im Kontakt war? Nein, ganz ruhig, sagte mir der Schulamt in Passau, der Direktor, ganz ruhig, nach unseren Kenntnissen, diese Person, der unter Coronavirus-Verdacht steht, hat keinen Kontakt zu Kindern gehabt. Perfekt. Beruhigt. Super. Super. Was höre ich 3 Tage später? Genau dieser Mensch, der war in Urlaub in Italien, genau dieser Mensch ist ein Beamter bei Jobcenter in Vilshofen und genau dieser Mensch hatte mit hunderten Leuten war in der Nähe in den letzten Tagen. Daraus folgten weitere 3 Verdachtsfälle von Coronavirus und ich glaube 3 oder 4 Kinder. 3 oder 4 Kinder. Davon sind 2 Kindergärten, wenn ich mich nicht irre. Einer hundertprozentig ist in Vilshofen schon dicht gemacht worden. Also es muss Menschen krank werden. Es muss Menschen sterben, bis ihr irgendwas macht, ist der Hammer. Das ist der Hammer. Liebe Leute, wach auf. Mach die Augen auf. Schau die Realität. Die scheiß Politiker, die scheiß Beamten von Gesundheitsamt, von Schulministerium, Schulamt, das sind wirklich die Sozialschmarotzer, wie man sagt, die in Deutschland leben und uns regieren. Und uns regieren. So, machen wir jetzt das 4. Film. Keine Großveranstaltungen mehr, leere Fußballstadien und nun auch noch geschlossene Schulen. Momentan ist es sehr wichtig abzuwägen, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Denn alle haben sie einen dramatischen Nebeneffekt. Sie verstärken die Angst und die Panik bei den Menschen. Wie wir gerade beobachten, können die Folgen dieser Angst noch dramatischer sein als das Virus selbst. Das öffentliche Leben bricht zusammen, die Wirtschaft geht den Bach runter, Unternehmen gehen pleite. Wer jetzt alle Schulen schließt, läuft Gefahr, die Panikspirale weiter anzukurbeln. Jo, genau das ist es. Dieser Glatzkopf macht sich Sorgen über die Wirtschaft. Die Menschen, scheiß drauf. Wir poppen nochmal und machen neue Kinder, neue Personen wachsen auf. Das ist die Mentalität. Wir sind nichts wert. Fakt. Wem interessiert die Wirtschaft? Wem interessiert die Wirtschaft? Was bringt Wirtschaft, wenn keine Menschen da sind? Was bringt Wirtschaft, wenn die Menschen krank sind? Ach so, Medikamente kaufen, Therapien kaufen. Aha, okay, gutes Geschäft, ja. Auf Kosten des Menschen, des Gesundheits. Auf diese Kosten. Es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Ich frage mich wirklich heutzutage, was ist der Unterschied zwischen heutigem Deutschland und vor 70 Jahren? Was ist der Unterschied zwischen unserer, so gesagt, Rechtsstaat, Demokratie und China? Oder der kleine Pumuckl aus Korea? Was ist der Unterschied dabei? Es
Wir kriegen eine kleine Krankenversicherung, wir kriegen einen Urlaub ein, zweimal im Jahr. Und das ist Demokratie, das ist das wahre Leben. Nee, das wahre Leben ist, dass wir gesund sind. Dass wir keine Angst haben wegen irgendwelcher gesundheitlichen Bedrohungen, die ihr Politiker, ihr Wirtschaftsleute auf der Welt verbreitet und uns zu kontrollieren, uns krank zu machen, uns wie Sklaven, wie nichts zu behandeln. Ja, da sind wir. Da sind wir. Und das deutsche Volk begreift das nicht, dass wir Müll sind? Ich habe den Schulamtleiter gefragt, damals, letzten Dienstag, am Telefon. Okay, wenn der Staat nichts tut, um meine Kinder, meine Familie zu schützen wegen dieser Coronavirus, im Grundgesetz steht klar, wieso darf ich nicht das Grundgesetz so anwenden und zu sagen, so, meine Kinder, beide Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Könntet ihr wissen, was der Schulamtdirektor in Passau gesagt hat? Ne? Ja, in Deutschland haben wir Schulpflicht. Selbstverständlich haben wir Schulpflicht. Aber genau diese Pflicht hat auch der Staat, uns zu beschützen, wegen dieser Krankheit, die am Laufen ist. Also, scheiß drauf, der Staat muss nichts tun, nichts. Aber wir Menschen, wir müssen die Gesetze befolgen. Aber der Staat nicht. Komisch. Nach sowas, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wir haben Schulpflicht. Ja. Und dann sagt er mir, ja, gehen Sie mit Ihren Kindern zum Arzt. Ja, wieso soll ich mit dem Kind zum Arzt gehen? Meine Kinder sind heute nicht krank. Aber wenn sie morgen in der Schule gehen, es kann sein, dass die krank werden. Übernehmen Sie, lieber Direktor des Schulamts Passau, übernehmen Sie die Politiker in Deutschland, übernehmen Sie die Beamten des Gesundheitsamts, die Verantwortung, wenn meine Kinder krank werden, durch diese Coronavirus. Ja? Übernehmen Sie die ganze Stress, die ganze Schmerzen, das ganze Paket, alles drum und dran, was daneben ist? Übernehmen Sie nicht. Nein. Klar, selbstverständlich. Deswegen sind Sie Politiker, deswegen sind Sie Beamten. Weil die nichts übernehmen. So ist das. Unglaublich. Habe ich gesehen, mich hat jemand angerufen gestern und hatte mir erzählt, die sind zu einer Kirche am Sonntag gewesen. Also die Person, die mich angerufen hat, war in der Kirche am Sonntag. Und was hat sie da festgestellt? Genau eine Familie mit Kindern war in der Kirche und die Kinder gehen eigentlich genau in diese Kindergarten, die in Vilshofen unter Quarantäne steht, beziehungsweise zugemacht worden ist, weil ein Corona-Fall-Virus im Kindergarten war. Statt zu Hause, diese Familie, zu Hause zu bleiben, diese Familie mit Kindern, die sind in der Kirche am Sonntag gegangen. Jetzt kommen sie und sagen sie, ja, wir sind Menschen. Ja, genau, deswegen haben wir Gesetze. Weil wir Menschen sind, weil wir Fehler machen. Und daher muss der Staat uns beschützen. Genau das ist der Fall. Rumänien zum Beispiel hat angewendet ein Gesetz, ganz schnell gemacht, für jede Person, der infiziert ist und ein anderer weiter infiziert, der bekommt 25.000, also 500 Euro Strafgeld und sogar Gefängnis. Wieso funktioniert es? Wieso tun die im Ausland, Drittland in dem Sinne, Rumänien, ist im Vergleich zu Deutschland ein Drittland, hat etwas gemacht. Die unternehmen was, haben Schule geschlossen, haben vor 2 Wochen schon angefangen, jeder, der in Rumänien einreist, muss einen Zettel ausfüllen, aus welchem Land er kommt. Wieso können die das machen? Wieso können wir nicht machen? Weil in Deutschland die Menschen nichts wert sind. Die Wirtschaft muss putschen. Die Wirtschaft muss leben. Genau. Unglaublich. Ciao.